Das Freilichtmuseum Kommern bietet neben einem gut bestückten Museumsshop 4 Baugruppen und eine Themenausstellung an. In der Baugruppe Westerwald-Mittelrhein findet man neben Fachwerkhäusern eine Schmiede und eine sogenannte Handlung, hinter der sich ein komplett eingerichteter alter Kaufmannsladen verbirgt. Eine Gastwirtschaft mit alter Post und eine historische Bäckerei, deren Produkte an einem Verkaufswagen angeboten werden, runden das Angebot im Westerwald ab. In der schön angelegten Baugruppe Eifel-Eifel-Vorland werden alte und nicht mehr ausgeübte Handwerksberufe dokumentiert und an manchen Tagen auch ausgeübt. Bauernhöfe mit einer Vielzahl an Tieren warten hier auf die Besucher. In der Baugruppe Niederrhein umschließt ein Wassergraben einen Getreidespeicher, um die lebensnotwendigen Vorräte vor Feuer zu schützen. Im Anschluss stehen eine voll funktionstüchtige Kappenwindmühle und eine 300 Jahre alte Bockwindmühle aus dem Ort Spiel bei Düren, die seit über 50 Jahren im Museum ist. Anschließend gelangt man ins Bergische Land, das einige Bauernhöfe und das ehemalige Haus der Familie Mannesmann aus Remscheid beherbergt. In der Ausstellung Wir Rheinländer wird die Geschichte des Rheinlandes und das Leben der Rheinländer von der französischen Besetzung 1794 bis in die Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders nach 1950 in einer Dauerausstellung gezeigt. Thank you.